Hallo Leute, jetzt melde ich mich mal zurück. Wir sind jetzt in der Messe angekommen und wir sind ohne Luna da, da es einfach zu viel Stress wäre und wir so entspannt shoppen gehen können, ohne dass wir die ganze Zeit aufpassen, dass jemand auf sie drauf tritt oder dass sie irgendwo rausfrisst oder so. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall sind wir froh drum, dass wir sie im Nachhinein daheim gelassen haben. Und mein Papa ist da und kümmert sich drum. Hier ist so eine süße Wasserstelle für Hunde. Hier ist ein richtig schöner Akita gewesen. Hier war eine Gummibärchenstand, keine Ahnung wieso. Da war so richtig cool, weich, kuschelige Matte, die eigentlich auch relativ günstig waren. Ich fand die so schön, aber davon haben wir halt keine mitgenommen, weil es relativ unnötig wäre, weil wir sowas einfach nicht mehr brauchen. Dann haben wir hier noch so verschiedene Dummies, aber ich habe von was anderem, ich sag mal, geträumt von einem anderen Dummy. Und hier waren echt viele Hunde und ja, also wir sind jetzt auf der Messe und es hat uns im Nachhinein auch gut gefallen. Und die Messe war aber kleiner und unseren Lieblingsstand gab es diesmal leider überhaupt nicht. Und so richtige Schnäppchen gab es diesmal leider auch nicht, was ich natürlich super schade fand. Und hier waren so richtig viele Biotane und Schwimmwesten und da gab es echt alles an dem Stand. Da gab es auch so viele unnötige Stände. Zumindest fand ich das zum Beispiel Vorwerk oder so. Da kauft doch eh keiner an so einer Hundemesse. Vorwerkstaubsauger. Und hier waren coole Kong-Spielzeuge, die wir eigentlich kaufen wollten, aber haben wir dann doch nicht, weil der Preis eigentlich so wie im Laden war. Und ja, deswegen haben wir die nicht gekauft. Hier waren so süße Hundemäntel und meine Mama so, oh, wie süß. Aber ja, aber da haben wir halt gesagt, dass unser Hund da eh nicht reinpasst und brauchen wir nicht. Dann waren hier so richtig schön selbstgemachte Halsbänder, die fand ich alle voll schön, aber es sind halt nur so Stoffhalsbänder und ehrlich gesagt, verwenden wir sowas eigentlich eher weniger. Dann waren hier so schöne Lederhalsbänder, wo man auch den Namen reingravieren hat können. Hier waren auch voll die schönen Dinger da. Hier sind wir dann zu den Kong-Sachen gegangen, die ich auch voll schön fand. Und ja, da habe ich irgendwie so komisch rumgefuchtelt mit der Kamera. Dann habe ich aber wieder gescheit filmen können. Und eigentlich ist es voll blöd, die ganzen Leute zu filmen, aber anders ging es halt nicht. Dann haben wir hier von den Bosch-Sachen bei Luna das Trockenfutter, das wir als Testweise bekommen haben, richtig lecker fand und jetzt im Nachhinein auch richtig lecker findet, haben wir so einen Bosch-Sack mitgenommen, aber diesmal größere Stücke, weil ein bisschen klein. Und ja, die haben nur 2 Euro gekostet, habe ich gedacht, ja, nimm schon mal Mitte. Und ja, wir haben echt viel gekauft, aber ich dachte, wir kaufen etwas mehr. Aber wie gesagt, es war gar nicht so viel günstiger, wie ich mir eigentlich gedacht hätte. Hier bin ich dann immer Traumland Biotane reingegangen. Aber irgendwie waren da doch nicht so geile Sachen dabei irgendwie. So nicht so das, was ich mir so erwünscht hatte. Und hier waren dann so Rollstühle für Hunde. Hier waren dann nochmal so Matten. Matten waren echt überall gefüllt. Und Körbchen und Hütten und weiß Geier was. Und da sind auch so coole Kong-Spielzeuge wieder und irgendwie bereue ich, dass ich sie ein bisschen wenig mitgenommen habe von Spielzeug und so. Aber ja, und dann hier waren dann Kong-Flexileinen. Kennt ihr sowas schon? Habt ihr schon mal eine ausprobiert? Schreibt es mal in die Infobox. Dann wollte ich hier noch so Tschüss-Leckerlis mitnehmen, aber die waren zu teuer. Dann sind wir hier in so einen Lederstand rein, aber da gab es dann doch irgendwie nicht so gescheites Zeug. Nee, das war bei Kali sind wir rein oder so, glaube ich. Naja, ist ja auch wurscht. Und hier waren dann auch so Hundemarken und Hundefriseurzeugs. Und dann sind wir, glaube ich, zu Julius K9 rein. Da waren wirklich übrigens alle Hunderassen, alles. Und hier war der Stand, wo ich mir auch was gekauft habe, nämlich das NEX-Geschirr, das ich wirklich überhaupt nicht bereut habe zu kaufen. Ich rede das natürlich jetzt im Nachhinein rauf und ich bin wirklich so überzeugt, es ist wieder fast sogar besser wie das Roughwear-Geschirr, mit dem ich aber auch noch vollkommen hinterstehe. Dann sind wir gerade dran vorbeigelaufen an so einem Stand mit so Bällen und davon haben wir auch eins mitgenommen.
So, da sind wir jetzt hier in dem Stand Maul. Da wir auch viel Geld gelassen haben, 120 Euro. Ja, das ist nämlich ein schönes Halsband und eine Leine geworden. Auch passende Farben zum Geschirr vom NEX. Und ja, dort seht ihr auch ein paar schöne. Also die sind echt schön da. Ja, und der Maulstand war so eigentlich der ziemlich letzte Stand, an dem wir waren. Ja, das seht ihr auch noch Maul. Es war wirklich extrem teure Sachen. Es waren aber auch schon Messepreise. Also ja, Maul hat teure Sachen. Das kann man definitiv so sagen. Das hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, abonnieren. Tschüss.